Die Schattenseite des Überflusses ist der überflüssige Mensch. Mit diesen Worten analysiert der Schriftsteller Ilja Trojanow treffend aus meiner Sicht das unmenschliche Funktionieren unseres neoliberalen globalisierten Kapitalismus. Heute wird weltweit Überfluss produziert, ein solcher Überfluss an Gütern und Abfall, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind, der tödliche Klimawandel bald unabwendbar. Und gleichzeitig werden all jene Menschen, die nicht verwertbar, nicht nützlich sind für diese Art des Wirtschaftens, weil sie keine ökonomisch verwertbaren Produktivkräfte sind oder weil sie schlicht zu wenig konsumieren können oder wollen, sie werden zu Überflüssigen gemacht. Zum Überfluss und zu den Überflüssigen. Darüber möchte ich heute zu euch sprechen, weil das etwas damit zu tun hat, dass ich als Grüner hier am 1. Mai bin, einem doch von der Geschichte her roten Feiertag. Aber liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zuerst möchte ich für diese Einladung nach Uster ganz herzlich danken in meine alte Heimat im Zürcher Oberland. Ich habe gehört, man hat noch einen Schlussspurt hinlegen müssen, damit alles geklappt hat, aber jetzt ist alles bestens, sogar das Wetter tut sich etwas Mühe geben, besser werden. Ich hoffe, dass das ein gutes Zeichen ist, nicht nur für heute, sondern auch für das diesjährige Wahljahr. Die Entscheidung Kapitalismus versus Klima, so heißt der Titel eines soeben erschienenen Buches der Globalisierungskritikerin Naomi Klein. Und Naomi Klein, sie stellt darin unangenehme Fragen. Sie stellt die Frage, weshalb die immer dringlich notwendigeren Maßnahmen zur Verhinderung einer globalen Klimakatastrophe immer weiter aufgeschoben werden. Immer neue Berichte der Forschergemeinde, des IPCC, sie zeigen, eigentlich wäre es dringend zu handeln. Und immer neue internationale Konferenzen wecken Hoffnung, auch diesen Herbst wieder in Paris, aber meistens enden sie dann mit einem enttäuschenden, unverbindlichen Resultat. Naomi Klein zieht einen bedrückenden Schluss. Weshalb passiert nichts? Es passiert nichts, weil die Interessen der globalen Konzerne, des globalen Freihandels, der reichsten Aktionäre eben im Gegensatz stehen zu einer Realwirtschaft, die Sorge trägt zu Mensch und Umwelt. Die unbequeme Wahrheit ist, 80% der Erdöl- und Erdgasvorräte, die heute in den Bilanzen der Erdölkonzerne stehen, sie dürften gar nicht erst gefördert werden, wenn wir denn verhindern wollen, dass sich die Erde nicht mehr als die 2 Grad erwärmt, von denen man sagt, dass es gerade noch tolerierbar wäre. Aber was würde das heißen? Es würde heißen, 80% der Bilanzwerte, 80% dieser 27 Billionen US-Dollar müssten vernichtet werden. Kein Wunder, wehren sich die Konzerne und ihre Aktionäre dagegen. Wachstum brauche es, heißt es von ihnen. Und leider gibt es immer wieder Menschen, die das unkritisch glauben. Wir Grünen haben im Kanton mit dem Slogan besser statt mehr versucht, auf den Punkt zu bringen, dass immer mehr Wirtschaftswachstum und immer mehr Konsum nicht einfach glücklicher machen, ja vielleicht ist manchmal gar das Gegenteil wahr. Je mehr wir als Gesellschaft unseren Erfolg nur daran messen, wie viel Geld wir uns gegenseitig zahlen,
Und nichts anderes ist es ja eigentlich, was das Bruttosozialprodukt misst, das für viele noch als Maßstab von Wohlstand gilt. Je mehr wir nur unsere Geldbeziehung als Wohlstand verstehen, desto mehr entfernen wir uns von einer Wirtschaftsweise, die ihrer ureigenen Aufgabe gerecht wird, nämlich für die Menschen und für unser aller Wohlergehen zu sorgen. Dabei ist eigentlich ja klar, die Wirtschaft muss für die Menschen da sein, nicht die Menschen für die Wirtschaft. Aber wenn ich den Predigern des Neoliberalismus, den Deregulierern, diesen bürgerlichen Schulterschluss nach der Frankenstärke zwischen CVP, FDP und SVP, wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den gegenteiligen Eindruck. Was fordern Sie als Reaktion auf die Frankenstärke? Sie fordern tiefere Löhne, längere Arbeitszeiten. Sie fordern weniger Rechte am Arbeitsplatz. Und Sie wollen die Wirtschaft weiter fördern durch Standort- und Steuerdumping. Und der gleiche Toni Brunner, der vor dem 9. Februar 2014 noch wachstumskritische Parolen plakatieren ließ, dumpf schwarze Baumwurzeln, welche die Schweiz erdrosseln, er entlarvt nun das wahre Gesicht der SVP. Es ging nicht etwa gegen das Wachstum, nein, es ging um maßlos mehr Profit. Es ging nicht einfach gegen die Masseneinwanderung, sondern vielmehr dagegen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land heute dank der flankierenden Maßnahmen eben einen längeren Spieß, bessere Rechte haben. Und das ist es, was die SVP und ihre Helfershelfer wirklich stört. Darum sind die Wahlen diesen Herbst auch Entscheidungswahlen. Nicht bloß darum, weil diese bürgerliche Allianz von SVP, FDP und CVP den Atomausstieg kassieren will und die Energiewende bereits heute zu einem Energiewändchen zusammengestrichen worden ist. Nicht bloß darum, weil die Bilateralen, unser offenes Zusammenleben mit Europa auf dem Spiel steht, wenn die Ausgrenzer und Mauerbauer von rechts außen noch mehr Unterstützung aus der sogenannten bürgerlichen Mitte erhalten. Nein, aus meiner Sicht sind die Wahlen im Herbst darum Entscheidungswahlen, weil es darum geht, was im Zentrum der Politik steht. Sind es wir Menschen, unser Zusammenleben, unsere Zukunft, die Solidarität auch mit jenen, die der Zufall mit weniger Glück ausgestattet hat? Ist es die Sorge um unsere Zukunft, um unsere Erde, um unsere Natur, um unsere Umwelt, um unser Klima? Weil wir wissen, dass kein Geld der Welt die Luft zum Atmen und das Wasser zum Trinken ersetzen kann? Oder sind es die Interessen dieser globalisierten Wirtschaftselite und ihrer Gewinne? Sind es die Interessen der Millionäre? Sind es die Interessen des neuen Geldadels? Jener 2%, die überhaupt betroffen wären von der Erbschaftssteuerreform, die am 14. Juni zur Abstimmung kommt? Sind es diese Interessen, die gewinnen, oder jene der Menschen und der Natur? Meine Vision, die Vision der Grünen, das ist die Vision einer Welt, eines Europa, einer Schweiz, in der nicht die Herkunft zählt, sondern das, was jede und jeder zu einer gemeinsamen Zukunft beitragen, in der nicht das Geld herrscht, sondern die Ideen, in der nicht die Ellbogen der wichtigste Körperteil sind, den man gegeneinander ausfährt, sondern die Hände, die man sich zustreckt. Eine Gesellschaft mit lebendigen Nachbarschaften statt kalter Ausgrenzung.
Ich bin hier in Uster als Grüner am rot-grünen 1. Mai, weil ich denke, dass die größten beiden Fragen unserer Zeit aufs engste miteinander verbunden sind. Eine rote und eine grüne Frage. Die Schere der Ungleichheit, die innerhalb auch der Schweiz, aber auch global, immer stärker auseinanderklafft. Und die tödliche Gefahr dieses Erdölkapitalismus, welche das Hamsterrad unseres Wirtschaftswachstums immer schneller drehen lässt und damit einen Klimacrash immer wahrscheinlicher macht. Diese beiden Themen sind eng miteinander verknüpft, enger vielleicht, als man denken könnte. 1930 hat der berühmte Ökonom John Maynard Keynes vorgerechnet. Wie lange müsste man in 100 Jahren, also 2030, noch arbeiten, wenn die Produktivitätssteigerung so weiterginge, wie man es damals vorhersehen könnte? Seine Prognose war 15 Stunden die Woche, 3 Stunden am Tag würden reichen. Dass wir heute nach einer kurzen Periode der Arbeitszeitreduktion seit den 70er Jahren eigentlich immer noch gleich lange arbeiten wie bisher, hat nicht damit zu tun, dass Keynes Prognosen über die Produktivität falsch gewesen wären. Ganz im Gegenteil, das durchschnittliche Einkommen und die Produktivität, sie sind genauso gestiegen, wie er es angenommen hatte. Nicht gesunken entsprechend ist aber unsere Arbeitszeit. Die Folge ist klar, die Wirtschaft wuchs, die Menschen arbeiteten immer mehr, um immer mehr zu verdienen, um damit immer mehr zu kaufen, um damit immer mehr Nachfrage zu erzeugen, um damit dann den Grund zu geben, um wieder immer mehr arbeiten zu müssen. Das ist das Hamsterrad. Ein Hamsterrad, das eine Wirtschaft antreibt, die mit ihrem Erdölhunger das Klima so aufheizt, dass die Zukunft der Zivilisation in Frage gestellt ist. Aber warum arbeiten wir dann nicht einfach weniger, wenn die Produktivität doch so viel größer ist? Ja, hier kommt der andere Teil dazu, die Ungleichheit. Denn die Früchte dieser Produktivitätssteigerung, sie sind eben nicht gleich verteilt worden unter allen. Im Gegenteil, die Schere zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen Arbeit und Kapital, sie hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv geöffnet, in den letzten 25 Jahren auch in der Schweiz. Wer also als Grüner will, dass das Hamsterrad, das unsere Lebensgrundlagen zerstört, langsamer laufen kann, muss mit ebenso lauter Stimme eine faire Verteilung des Gewinns fordern. Hier in der Schweiz, aber auch weltweit. Wer will, dass Innovation, Produktivitätsfortschritt, eigentlich positive Errungenschaften nicht einfach zu mehr Konsum und zu mehr Umweltverschmutzung führen, sondern zu mehr Zeit, zu mehr freier Zeit für alle, die jede von uns, für sich, für die Familie, für das Quartier, für die Gesellschaft investieren können. Wer das will, muss eben nicht nur das Wirtschaftswachstum kritisieren, sondern auch mehr Gerechtigkeit fordern. Und wenn dieser besonnene Ruf nach Bescheidenheit zusammentrifft mit dem kämpferischen Ruf nach mehr Gerechtigkeit, dann ist das der Kern von dem, was mich als Grüner, als politischer Mensch seit je angetrieben hat. Und ich glaube, es ist etwas, wofür es sich für uns alle lohnt, sich einzusetzen, zu kämpfen. Das bessere Leben ist nicht einfach ein theoretisches Konstrukt,
sondern das bessere Leben ist etwas, was wir gemeinsam erreichen können. Unsere Wirtschaft baut nicht auf Naturgesetzen, sondern wir sind es, die ihr die Regeln geben, nach denen sie funktioniert oder nach denen sie eben besser funktionieren könnte. Die Schattenseite des Überflusses ist der überflüssige Mensch. Habe ich eingangs Ilja Trojanow zitiert. Und ich möchte positiv zum Schluss ergänzen, was uns stark macht als Gesellschaft, das ist Solidarität und nicht Ausgrenzung. Was uns weiterbringt als Gesellschaft, das ist Bescheidenheit und nicht Gier. Und was uns Zukunft gibt als Gesellschaft, das ist die Fürsorge, die Sorge um Mensch und Natur, nicht ihre Ausbeutung. In dem Sinne wünsche ich uns allen einen friedlichen, besonnenen, aber kämpferischen 1. Mai.